Herzlich willkommen, meine lieben Freunde, bei einer weiteren Folge Minecraft aus den UFO-Mann-Studios in Berlin. Die Folge 373. Und wir sind jetzt schon wieder in der nächsten Minecraft-Version. Es gab schon wieder ein Update. Wir spielen jetzt auf der 1.7.9. So, meine lieben Freunde, wir haben ja nun letztes Mal geschafft hier, sind hier mit unserer Sortiererei fertig geworden und jetzt geht's hier weiter. Tapfer, 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 tapfer. Leider haben wir ja Obsidian vergessen. Das war natürlich jetzt nicht so schick. Weil da können wir nämlich gar kein Tor bauen. Was uns dann dahin führt, wo wir hinwollen. Aber wir gucken mal, ob wir auch so hier ein Stück weiterkommen. Ich meine, theoretisch ist das ja schon wieder so weit weg hier. Mal natürlich aufpassen, dass uns die Lava nicht erlabert. So, hier werden wir noch eine Fackel reinsetzen. So, jetzt habe ich wieder die falsche Maus noch von Castle Miner Z. Da ist ja die Maus Dingsbums ein bisschen andersrum. So, ja, wollen wir jetzt schon mal ein paar Schienen verlegen? Vielleicht besser, wa? Aha. UFO-Mann ist wieder da. Ah, ah, UFO-Mann ist wieder da. UFO-Mann ist wieder da. Mir ist letztens aufgefallen, wenn die Musik zu leise ist, dann hört man mich nur singen. Und ohne Musik, urks, hört sich das nicht so cool an. Ihr wisst, was ich meine. Weg hier, du. Ja, kann man eigentlich... Nee, da muss man wieder einen Block einfügen. Und wir sind ja hier relativ sicher in unserem tollen Tunnel, den wir hier gebaut haben. Ba, 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 ba. Bin ich mal gespannt, ob der Sound hier laut genug ist. So, ich würde mich nochmal entschuldigen bei euch für meinen... Wenn man das mal so sagen kann, entschuldigen. Die schlechte Tonqualität bei meinen Gäste-Server-Videos. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und da bin ich selber dran schuld, weil ich aus Faulheit, was heißt aus Faulheit, natürlich auch wie immer, um Zeit zu sparen, habe ich versucht, das Ganze gleichzeitig aufzunehmen und habe meine Spur nicht extra aufgenommen mit Audacity. Und das hat jetzt schon mehrere Videos nicht hingehauen. Also in Zukunft bleibt mir nichts anderes übrig, als dieses 1-stunden-lange Video mit Audacity-Spur aufzunehmen. Ist ein bisschen kompliziert, weil wenn ihr selber Let's Plays macht, ihr kennt das vielleicht, dann ist das so ein bisschen asynchron. Da muss man ewig hin und her schieben, bis das dann wieder synchron ist mit der Audacity-Spur und dem Video. Ach, guck mal, jetzt habe ich aber, naja, gut. Ja, und danach halt mit meinem Magic Video Maker kann ich dann bei einer Stunde Gameplay, ja, Let's Guess the Word, bei einer Stunde Let's Guess the Word kann ich dann locker mindestens anderthalb Stunden rendern. Ja, ich dachte, ich könnte mir das ersparen, aber dann wird schon ganz schöner Aufwand. Kann sogar sein, dass ich das gar nicht schaffe, hier wirklich konsequent jede Woche eine Folge Gästewelt rauszubringen. Wenn ich denn dann die Qualität verbessern will und so längere Renderzeiten habe und so weiter, kann das sein, dass ich das... Oh, was haben wir denn da? Ist da ein Loch? Ja, ein Loch. Wollen wir mal gucken, was da ist? Aha, hallo. Schönen guten Tag. Oh, eine Glowstone-Traube oder was? Ich denke, ich spinne. Aber sag mal, finde ich doch nie wieder hier den Eingang. Wieso habe ich jetzt schon verloren? Wo ist denn der? Hier. So, mal gucken, dass wir hier... Wir könnten natürlich jetzt wieder tiefer gehen. Was ist denn da hinten? Guten Tag. Hier könnten wir eigentlich schön wieder Punkte sammeln. Ja, das Beste am Quarz. Ich habe ja mittlerweile schon ein bisschen Quarz. Vielleicht. Oh, 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 guck mal hier. Ach du meine Güte. Da hinten wollen wir irgendwie hin, oder wie?
Kloston, Traube. Gut, da müssen wir jetzt, glaube ich, mal einen kleinen Fackelfahrt machen. Mich würde mal interessieren, ob ich diese Glowstone-Traube da hinten ernten kann. Und dazu gehe ich jetzt mal hier lang und markiere mir den Weg mit Fackeln. Das alte Fackelspiel. Oh na, die kann ich auch locker ernten. Guck mal, wie viel. Geil. Glowstone. Brauche ich alles für mein Riesenprojekt in Ufotopia. Ach, da habe ich ja so viel vor. Sag mal, hatte ich ja nicht hier so eine verzauberte, geile, eine Glücksspitzhacke brauchte man ja dazu. Oder Behutsamkeit habe ich nicht. Ach schade, dann kriege ich ja nur Staub, Glowstone-Staub. Naja, müssen wir wohl mit leben. Machen wir ein bisschen Verlust, glaube ich, wa? Ba-ba-ba-ba-ba-ba. Kommt man da auch noch ran? Oho, den Quarz kann ich auch noch rausholen. Ach, Glowstone ernten ist wirklich eins der besten Sachen hier bei Minecraft. Muss ich mal sagen, macht unwahrscheinlichen Spaß, wenn ich denke, am Anfang, wie lange ich doch Glowstone entbehren musste. Und komischerweise werden wir jetzt auch noch nicht mal von einem Ghast bedroht. Sehr, sehr rätselhaft. Ich habe mich in die falsche Richtung gedingst hier. Schwabadababa, voll die Jazz-Nummer jetzt. Wir wollen nur Glowstone, mehr wollen wir nicht. So, ja, ja, die ganze Traube will ich haben. Immer her damit. Ja, wir bauen ja gleich weiter am Tunnel. Nein, ich wollte die beiden noch haben. Oh, nee, ey. Bapadu, bupadu, bapadubi. Oder lassen wir die jetzt da oben? Oh, nö, das kann ich nicht. Oh, ich höre schon wieder ein Gas. Das ist jetzt natürlich ein bisschen bescheuert von mir, wahrscheinlich. Obwohl ich den höre hier noch. Ach, Mist, einer zu tief. Jede Sekunde könnte mein Tod sein. Wenn ich den Schuss höre vom Gas, dann sollte ich ausweichen. Aber ich will unbedingt die beiden Glowstone noch. Ah, guck mal, jetzt fallen sie sogar direkt in meine Manteltasche. Ba, 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 ba. Und linkes Bein und rechtes Bein. Ja, und ein Schritt vorwärts, ein Schritt zurück. Und der, das ist der Super UFO-Mann Gymnastik Groove. Gymnastik Groove, sagt man was? Früher gab es im Fernsehen immer solche komischen Sendung, da haben dann im Fernsehen irgendwie Leute Sport gemacht, so. Da konnte man, also sollte man das irgendwie nachturnen, ja. Das weiß ich, das kam natürlich wahrscheinlich. Oho, sehr schön. Oh, da ist ja noch eine Traube, viel zu weit weg. Leider. Wo ist denn der komische Gast hier? Man hört ihn, aber man sieht ihn nicht, wie immer. Was gibt's hier noch Schönes? Gibt's hier. Oh, guck mal, voll der Lava. Oh, guck mal, da hinten die Traube. Oh, oh, und da oben. Oh, so viel Glowstone. Wie viel Glowstone haben wir denn jetzt erntet? Oh, 64. Oh. Sag mal, kann man die eigentlich gleich im Inventar jetzt hier vercraften? Müsste doch gehen, wa? Ja, guck mal einer an. Oh, ja. Oh, nein, was war das jetzt? Nein. Ich brenne. Ach, Gottchen. Ach Gottchen, jetzt habe ich bestimmt meinen ganzen Glowstone-Staub verloren, oder? Also meistens hört es ja dann auf zu brennen, aber... Oh ja. Schnell mal hier wieder runter. Oh, das war ja nur wieder der typische UFO-Mann. So, das sieht ja ganz, ganz schlecht aus hier. Wir müssen jetzt scheinbar... Oh, ich muss was essen. Wenn er mich jetzt nochmal trifft, bin ich weg vom Fenster. Oh, Schnitzel rein. Hau dir das Schnitzel rein. Ein Schnitzel mit Pommes, bitte. Danke. Sehr schön. So. Ein Schnitzel mit Pommes. Sehr schön. Danke, bitte. 22 Stone nur. Glowstone nur. Oh, nö. Aus 64 Glowstone Staubse. Naja.
Gang, 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 gang. Es gäbe natürlich eine Möglichkeit, wenn wir jetzt runtergehen mit der Bahn. Wenn wir jetzt hier eine... Oh, das werden wir machen. Wir gehen jetzt einfach mal runter. Dazu werden wir uns jetzt hier oben mal zu... Ah, warte mal, haben wir Glas dabei? Natürlich nicht. Warum sollten wir auch Glas dabei haben? Es wäre selten dämlich, wenn wir Glas dabei hätten. Gut, dann fahren wir mal zurück. Vielleicht haben wir da Glas. Ansonsten müssen wir noch ganz zurückfahren. Dann habe ich, glaube ich... Oh nein! Ich bin jetzt vorbeigefahren. Ich will nicht bis nach ganz hinten fahren. Nein. Nein. Oh, Mann, Mann, Mann. Hier lang. Nein, nein, nein. Nein, in die andere Richtung. Oh. So. Ja, aber ein bisschen schneller, bitte. Wo ist denn jetzt hier mein... Ach da, warte mal. Ah, okay, da. Jetzt kommt er gleich und abspringen. Wenn man im richtigen Moment abspringt, dann bleibt die Lore da stehen. Okay. Haben wir hier Glas jetzt? Nö. Ah, es wäre cool gewesen. Ach, ich will... Ja, ist egal. Dann kommt... Oder? Dann fahre ich jetzt nochmal nach vorne. Ich glaube, ich habe ganz vorne am Anfang, am Ausgang, Hafen, Leuchtturmhafen, habe ich, glaube ich, Glas in der Truhe. Es würde irgendwie geil aussehen, wenn wir jetzt an der Stelle, wo es dann runtergeht, oben ein Glasdach machen. Vielleicht haben wir da vorne auch noch... Ach, na, wenn wir schon mal vorne sind, können wir ja gleich noch Obsidian holen. Aber Obsidian ist im Pupsdorf, glaube ich. Ah, nee, ey. Jetzt ruckelt sogar ein bisschen, weil er hier so die ganze Welt erstmal und jetzt hier. Oh, zack. Haha. Sehr schön. Hier haben wir Glas, dachte ich mir. 24 Glas. Grrgrrgs. Könnte gerade so reichen. Könnte gerade so reichen. Das können wir ja mal hier lassen. Oder? Klar, wir brauchen ja nicht so viel Zeug im Inventar hier. 24 Glas, aber Sand haben wir hier, okay. Den können wir ja brennen. Ein bisschen Holz können wir mitnehmen, wofür auch immer. Ein Sattel haben wir dabei, oder? Ne, der ist dann wieder in der anderen Kiste da. Eieieiei. Ah, guck mal, ein bisschen Eisen nehmen wir mal mit. Und hier brennen wir noch ein bisschen Glas. Und jetzt fahren wir ganz konsequent wieder zurück. Macht ja schon Spaß, wa? Macht ja schon Spaß. Und wir haben ja auch eine gewisse... Nun fahr schon. Wir haben auch eine gewisse Aussicht hier durch unsere Fenster. So, mal gucken. Ah, okay. Da haben wir so ein bisschen abgehackt natürlich. Aber man... Ah, guck mal, der fährt... Oh, guck mal, wie schnell der nebenher fliegt. Alter Schwede. Ein bisschen langsamer ist er als die Bahn. Jetzt hat er aufgegeben. So, wir fahren jetzt erstmal hier wieder bis zum Schluss. Ach, jetzt hat... Ne, Obsidian war da nicht drin, ne? Dann machen wir es nämlich so, dass wir dann da in die Tiefe gehen. Hier hatte ich, glaube ich, auch keinen Obsidian, wa? Kohle haben wir da drin. Kohle und noch ein paar Schienen. Naja. Gut, dann werden wir jetzt mal hier oben so ein Glasdach einbauen. Und dann gucken wir mal... Guck mal, wenn wir jetzt hier... Oh, ganz schön dunkel hier. Hier so Glas einbauen. Ja, es... Gurks. Gurks, sage ich dazu mal. Ach komm, machen wir so. Machen wir so halb perfekt, oder? Ja, machen wir halb perfekt. Was soll's? So. Weißt du, so... Ist jetzt nicht besonders spektakulär, aber ist okay, oder? So. Und jetzt, nee, da will ich jetzt wieder meine Laschi-Spitzhacke, weil die Diamantspitzhacke, die knallt mir dann doch zu viel weg. So. Genau. So, und hier gehen wir jetzt runter. Tja, jetzt gehen wir runter. Hier runter, genau. Das müssen wir im Prinzip, damit das Ganze schick ist, das wieder beidseitig machen. Damit das Ganze nicht zu dunkel wird, müssen wir natürlich... So, genau. Da, 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 da. Ja. Und ich fuhr auf der Autobahn
vor mir ein weißer Cabrio und hinter mir ein schwarzer Diesel. Während ich mir so cool mein Eukalyptusbonbon in den Mund steckte, hupte der Diesel mich an. Ich dachte, was ist denn das? Warum hupt mich denn der Diesel an? Doch dann sagte er über den CB-Funk. Kennt ihr das noch? CB-Funk? Wer nicht weiß, was das ist, kann ruhig in die Kommentare reinschreiben, was ist denn CB-Funk? Ich gehe da jetzt nicht näher drauf ein. Ba 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 ba. Da 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 di da 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 du. Hier braucht man natürlich trotzdem irgendwie eine Art Antrieb. Nach oben dann wieder, also Antriebsschienen, nur die Reihenschienen, um den Schwung nach unten auszugleichen, werden hier nicht reichen an der Stelle. Weil wir müssen ja da hochkommen, deshalb brauchen wir wieder... Nein, wo ist denn die... Ach hier, die Sensorschiene, haha. Ja, da 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 di, da 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 di. Ja, am Sonntag kommt eine Spielevorstellung von mir. Am Ostersonntag kommt eine Spielevorstellung, ein neues Spiel. Und das kennt garantiert keiner diesmal. Ich glaube, das kennt keiner. Ey, hier muss schon wieder eine Fackel rein. Junge, Junge, Junge. Dunkel ist es und kalt. Im Nether. Ne, kalt nicht, aber eher dunkel. Da, 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 da. Oh, guck mal, haha, von wegen nach unten. Oh Gott, na weiter runter können wir nicht. Das hat ja jetzt nicht so viel gebracht, wa? Jetzt wird es ein bisschen kritisch. Ach, Mist. Jetzt wird es ja kritisch. Also da können wir auf keinen Fall weiter, da müssen wir jetzt wieder gerade kommen. Ah, nee, ey. Und wenn wir gerade kommen, da ist dann einfach... Dann bald Schluss. Würde ich mal so unterstellen. Was geht ja jetzt hier nicht ewig gerade weiter, oder? Doch, ein Stück noch. Naja, okay. So, und hier können wir jetzt nämlich wieder den Dings machen. Genau. Und dann, damit er hier diese Schräge schafft, machen wir noch den Bums. Und somit haben wir den Dingsbums installiert. So, sehr schön. Ja, Dingsbums. So, und hier wieder eine Fackel. Ich muss immer an die Fackel denken, weil für mich ist hier noch hell genug, aber dann für euch zum Anschauen kann es teilweise zu dunkel sein. So, und jetzt weiter geradeaus. Tja, nun könnte man natürlich auch ein Portal bauen und mal gucken, ob man jetzt irgendwie schon näher an Ufotopia dran ist. Ich will ja da irgendwie noch mein Riesenprojekt hier über den Sommer dann fertig bekommen. Mir da ausgedacht habe. Ich will da was ganz Großes bauen, was ganz Großes noch nie da gewesen ist. Also jetzt nicht so spektakulär wie von Oma Luise. Die spielt natürlich auch. Aber die will bauen ist noch ein sehr langwieriges Projekt. Die will einen riesigen liegenden Buddha bauen, wo die Nase alleine schon so groß ist wie ein Berg. Also unglaublich, ja. Bin ich ja mal gespannt. So. Weiter geht's. Ist halt so mit diesen riesen Dingern bauen, ist natürlich so eine Sache. Mein Turm von Babel, der sollte ja auch spektakulär riesig werden. Der ist dann aber nach 100 Folgen, war es einfach ein stinknormaler Turm. Den natürlich jeder im Kreativmodus in 2 Minuten bauen kann. Aber ich muss dazu sagen, ich habe ja den ganzen Sand selber abgebaut und sowas alles. Ach, guck mal, hier geht es sogar noch geradeaus, ja, okay. Also hier haben wir noch über uns was drüber, das ist natürlich... So, jetzt haben wir hier erstmal den unglaublichen Lavafluss, den wir jetzt erstmal stoppen müssen. Schleichentaste aktivieren. So. Ich drücke das immer... Ah, nee, ey. Ich drücke das immer so doll rauf, dass mir sich mein Finger total verbiegt. Oh, komm. Oh, nee, ey.
zu weit weg. Dann machen wir was anderes. Warte mal. Oh, ich will da nicht runterfallen. Nein, Mama. Mama. Haha. Ha, ha. Jetzt mal kurz warten, bis sich der Lavafluss hier beruhigt hat. Okay. Dass er nicht den Gas da gleich tötet. So, jetzt dürfen wir natürlich hier nicht irgendwo an der Seite. Na gut, für eine Fackel könnten wir vielleicht. Eieieiei. Ganz schön aufregend. So, gut, dann guck mal, hier ist ja auch wieder. Die fallen jetzt natürlich alle runter, klar. Hier muss wieder eine Fackel rein, die wir jetzt wieder nicht haben. Oh nee. Ja, so langsam, was essen muss ich auch schon wieder. So langsam könnte man eigentlich schon wieder ein Portal bauen. Um mal zu gucken, wo wir denn jetzt sind. Ob wir denn jetzt schon bedeutend näher dran sind. So, aber wir werden mal kurz hier noch sicherheitsmäßig zumachen. So. Und so. Okay. Und dann, warte mal, dass wir noch ein bisschen mehr Schwung kriegen. Wir haben ja genug von dem Zeug hier. Machen wir hier noch diesen hier und diesen. So, nehmen wir mal an, ich würde jetzt ein Portal bauen wollen. Kann ich denn das hier an der Seite in die Wand reinbauen, frage ich mich. Oder was ist da? Das sieht erstmal so auf den ersten Blick ganz schick aus. Da ist wieder ein Loch. Wir müssen ja auch noch in die Höhe. Okay. Natürlich alles mit Vorsicht zu genießen hier. Okay. Okay, 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 okay. Dann hier Schleichentaste. Diesen hier. Also man könnte hier schon ein Portal reinbauen. Wo ist meine Lore? Meine Hannelore habe ich oben vergessen. Wie cool. Gut, dann werden wir wieder hochlatschen. Und jetzt ist die große Frage, wo kriegen wir denn jetzt auf die Schnelle? Wo kriegen wir denn jetzt auf die Schnelle? Guck mal, jetzt müssen wir jetzt raussteigen, damit die Lore nicht zu weit fährt. Wo kriegen wir jetzt auf die Schnelle Obsidian her? Na, gar nicht. Auf die Schnelle glaube ich gar nicht. Oh nee, ey. Na, wir können ja mal am Leuchtturm gucken. So, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. War jetzt ein ganz abruptes Ende. Dankeschön fürs Zugucken, meine lieben Freunde. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Da wird es ja noch spannender als die letzten 373 Folgen. Tschüss!